Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Admiral Dreadnoughts hier auf meinem Kanal. Die letzten Videos kamen bei euch sehr gut an, das freut mich wirklich sehr. Ich werde jetzt die letzte Mission nicht wiederholen, wir kennen sie ja schon. Ihr könnt aus meinen Fehlern lernen und könnt es besser machen. Wir spielen Hurry Up. Und zwar ist unser Konvoi diesmal wieder leidet unter einem Angriff, wollen wir es mal so nennen. Und das Problem ist, dass wir ziemlich weit weg sind. Das heißt, wir müssen den Konvoi erst einholen, um dann den Gegner zu bekämpfen. Die feindliche Flotte besteht aus einem Schlachtkreuzer, einem schweren Kreuzer, einem leichten Kreuzer und drei Zerstörern. Wir selber können einen Schlachtkreuzer, einen schweren Kreuzer, einen leichten Kreuzer oder Zerstörer bauen. Und haben dafür 40 Millionen zur Verfügung. Wir haben 180 Minuten Zeit, sprich also 3 Stunden. Wir gewinnen, wenn wir in diesen 3 Stunden nicht mehr als 50% unserer Schiffe verlieren oder 75% des Gegners versenken. Gut, der Feind wird sich niemals zurückziehen, ist klar. Wir hätten die Guns and Fire Control, die natürlich unsere Präzision und unsere Reichweite verbessert. Dann Shells and Torpedoes für weiterreichende Torpedos. Also alles, was Torpedos betrifft, verbessert. Und natürlich die Chancen eigener Munitionsdetonationen verringert. Die Reichweite erhöht, die Schaden der Waffen erhöht. Dann hätten wir Überlebensfähigkeit und Manövrierbarkeit. Ich versuche das gar nicht erst auf Englisch auszusprechen, das geht nur nach hinten los. Spricht, glaube ich, für sich selber. Worauf das abzielt. Und dann natürlich einmal mehr Geld. So, wir müssen A, schnell dahin und B, wahrscheinlich viel auf große Distanzen spielen, weil wir das hin und her nicht so schnell hinbekommen werden. Ich persönlich würde gerne einen Schlachtkreuzer bauen. Einfach weil er das perfekte Mischmasch zwischen Kreuzer und Schlachtschiff ist. Das heißt, normalerweise wenig Panzerung, viel Geschwindigkeit, gute Kanonen. Und da wäre natürlich Guns and Fire Control so das A und O. Ja, genau. Und das Ganze machen wir dann jetzt auch einfach mal. Das Video wird heute am Montag, den 15.06. erscheinen. Am 16.06., das ist der Dienstag, wird kein Video erscheinen, weil ich aufgrund meiner Arbeit nicht da bin. Falls ich es schaffen sollte, irgendetwas vorzuproduzieren, werde ich das dementsprechend hochladen. Falls nicht, bitte ich da um Verzeihung und hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. So, hauen wir erstmal hier unsere Standards rein. Und hoffen, dass das nicht zu teuer wird. Wobei, wir haben jetzt noch nicht mal 50% aufgebraucht. Den Rangefinder nehmen wir natürlich mit. Dann Hydro nehmen wir mit, um die Torpedo-Spotting-Range zu erhöhen. Und in dem Falle auch das Radar, weil wir auf die Kommunikation mit den Transportern angewiesen sind. Sprich, sie spotten für uns. ja. Jetzt war ich gerade verwirrt. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir das alles hier so hinbekommen. Second Tower. Zack. Dann Funnel. So, mal gucken. Gehen wir wieder hier nach unten in unsere Statuswerte und schauen, ob wir damit, und ich will hier noch einen zweiten hinsetzen.
So. Sehr schön. Dann die Main Guns. Wir haben einen Schlachtkreuzer. Leider wird nicht mehr ganz so geil ange also wird nicht mehr angezeigt, wie viel Panzerung die gegnerischen Schiffe haben. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass es selber Schlachtkreuzer sein werden. Dürften die 305 mm Türme locker flockig reichen. Jetzt bin ich gerade am gucken, kann ich den so hier platzieren? So. Dass hier noch eine. Wo ist er denn? Very tall? Okay, das wird da nicht hinpassen, weil wir keinen Snap Point haben. Schade. Schade, 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 schade. Das heißt, wir werden gucken, dass wir hier ein Short for Secondary Tall. Die können auch nur auf die Snap Points. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Könnte man hier noch einen hinsetzen. Aber gut. Müssen wir mit leben. So. Dann würde ich gerne Tall Standard. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche. Es gibt anscheinend Leute, die um diese Uhrzeit, also ich nehme dieses Video heute Morgen um 20 vor 8 auf. Es gibt anscheinend Leute, die normale Arbeitszeiten haben. gucken wir weiter, wir waren bei den 305er Doppeltürmen. Die Doppeltürme, ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie erschließt, nehme ich aus dem Grund, da die Präzision bei denen noch ein ganzes Stückchen höher ist. Und halt, kann man das hier irgendwo sehen? Range, Reload, b-b-b-b, da die, die Genauigkeit unten bei den Distanzen und der Durchschlagskraft ist schon ein Unterschied. Gut, bei den kleinen Türmen jetzt nicht ganz so. Warum seid ihr so groß? Oder kommt ihr mir nur so groß vor? Ich weiß es nicht. Wäre blöd. Falls wir doch in die Verlegenheit kommen, dass wir Zerstörer begegnen. Wäre das extrem ungünstig. So, die haben wir. Jetzt ist die Frage. Da werden wir die behindern. Nein, ganz präzise hier vorne irgendwo geht auch nicht mehr. Ups, das war jetzt zu zügig. Setzen wir den hier hin. So, und haben noch tatsächlich was frei an Gewicht, was wir in Geschwindigkeit und dann wird er zu schwer. Doch nicht. Um halt Feuer etc. zu verhindern. Da haben wir das Beste. Nein, damit ist er zu schwer. Gut. So, das Einzige, was wir in der Theorie noch machen könnten, wäre das Schiff länger. Wir haben noch 4000 frei. Das heißt, wenn ich das Schiff wirklich richtig lang ziehe, könnte man
Moment, ich passe das Ganze an. Nein, geh weg, danke. Da und da und da. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch einen Turm hier in die Mitte packen und sind damit nicht über dem Gewicht, nicht über den Kosten. Oh, hervorragend. Ja, dann wäre die Frage, da geht das immer noch nicht. Aber hier, ich würde die gerne ein bisschen. Zack. Moment, das machen wir anders. Wenn wir den natürlich schön symmetrisch haben wollen. Oh. Ups. Das war einmal zu viel. Kriegen wir da noch ungefähr 0,5 Knoten raus? Ja. Ja. Kriegen wir sogar noch mehr raus? Nein, doch nicht. Zu früh gefreut. Aber 36,5 Knoten ist doch eigentlich schon ganz okay. Jutti, dann würde ich mal behaupten, wir haben noch ein bisschen. Wenn ich das jetzt mache, ist er wahrscheinlich zu teuer. Ja. Dann. So wenig können wir eigentlich hier hinten auf die verzichten. Verzichten wir auch auf die und auf die. Und boah, tatsächlich 46 drüber. Gewichtstechnisch. Ich meine, wir brauchen eine Menge Munition, weil wir halt ganze Menge. Ajo, langt doch. Weil wir halt eine ganze Menge Ziele haben und das Ganze auch nicht so einfach wird. Unser Schiff wiegt ein wenig zu viel. Wiegt immer noch zu viel. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Wir könnten natürlich auch den Turm wegnehmen und setzen dafür dann auf mehr von denen. Was wiegt der Gute denn? 581 Tonnen. Und was wiegt hier einer? 198 Tonnen. Also 400 für zwei. Das heißt, wir könnten nochmal zwei Sekundärtürme mitnehmen. Was vielleicht gar keine so schlechte Idee ist. Na, wir haben ja schon gelernt, Sekundärbatterien sind nicht verkehrt. So, dann würde ich sagen, jetzt haben wir noch 200 über, da werden wir nicht viel groß rausholen können. Gut, dann auf ins Getümmel. Das ist mal ein Rohr. So, ich habe mir. Oh, wir haben schon wieder Fehlermeldung. Dreadnought Funnel. Britain. Clear. So, das ist unsere Flotte. Oh, wir haben sogar zwei leichte Kreuzer als Begleitschiffe. 10 Transporter. Also, ich schätze mal, dass die beiden schlimmsten werden die beiden sein. Oh, geht schon los. Wo bist du? Ach, da.
Los, meine kleinen Freunde. So. Hast du Torpedos? Und was zum Teufel bist du? Du bist der Schlachtkreuzer. Gut, wir werden jetzt hier erstmal gar nichts machen, weil Smoke ist an. Jo, Smoke ist an. Gut. Unsere Transportschiffe haben Bewaffnung. Endlich mal. Richtiges Highlight. Also, ich habe noch nicht so ganz verstanden. Ich lasse die unter dem Kommando, das sie jetzt haben, bezüglich des Konvoi-Schutzes. Es geht wirklich erstmal darum, dass hier unser Schlachtkreuzer erstmal hier in die Bette kommt. Sein 32 Knoten ist er natürlich relativ zügig. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der da ist. Jetzt ist die Frage, Torpedobewaffnung hat er. 4,4 Kilometer kann er. Hier haben wir den leichten Kreuzer. Ich finde das Startszenario an sich jetzt nicht schlecht, muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich fände es halt irgendwie netter, wenn nicht unbedingt der Feind so nah bei uns wäre. Weil wir dürfen maximal 5 Transportschiffe verlieren und ja, ihr seht, steuerungstechnisch, KI und so, danke, aber nein, danke. Guck mal, da kommen Gucken mal, ob wir da jetzt irgendwie zumindest den leichten Kreuzer schon mal ein bisschen hitten können. Oh, der trifft wahrscheinlich das Transportschiff da. Schätze ich jetzt einfach mal. Unser Kreuzer sollte da jetzt wünschenswerterweise nicht noch in das Torpedo fahren. Das sieht aus wie der Schlachtkreuzer. Dann ist das der schwere Kreuzer. Dann frage ich mich, wo sind die Zerstörer? Was ist der nächste Torpedo? Dreh ein, mein kleiner Freund. Am besten gestern. So, unser Schlachtkreuzer hat dann auch endlich mal bald Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die 203er und die 305er können hierhin feuern. Gut, Feuer ist gelöscht. Käffchen ist natürlich auch am Start. Verzeiht bitte das Geklimper. Aber man muss ja tun, was man tun muss, ne? Ich wollte mir ja den Schlachtkreuzer von denen mal angucken. Ja, das ist definitiv der Schlachtkreuzer. Die Transporter nicht einfach kollektiv von der Feindflotte wegdrehen, weiß ich allerdings auch nicht.
Na, bist du schon bereit zum Feuern? Mein kleiner Freund. Ich glaube nicht. Gut. Dann schauen wir doch mal. Torpedos hat er noch keine geschmissen. Das ist natürlich auch der Smoke vorbei. Das heißt, jetzt wird es für uns gefährlich. Also zumindest für die putzigen Schiffchen hier. Also den werden wir verlieren, schätze ich jetzt einfach mal. Da ist jetzt nicht so viel Spiel. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Breitseite da jetzt nicht sitzt und wir es schaffen abzudrehen. Wobei ich mir halt tatsächlich wirklich mehr Gedanken darum mache, unser Schiff hat geschossen. Ah, da sind sie. Gut, wir haben natürlich jetzt den Vorteil der Schiffe, die für uns spotten. Aber ja, gut, Ding will Weile haben, vor allen Dingen in dem Spiel hier. Könntest du vielleicht jetzt mal anfangen, hier vernünftig wegzudrehen? Der ist abgeprallt. Gut für uns ist halt, dass sie nicht auf die Transportschiffe zielen, sondern auf die... Was für ein Tohuwabohu. Kreuzer. Oh, da kommen die nächsten Torpedos. Bitte sag mir, dass du da nicht reinfährst. Doch, tust du. Gut, da lässt sich jetzt nicht mehr viel machen. Ajo. Gesundheit. Schepper. So, wie sieht's hier aus? Ich möchte näher ran. Dam, dam, darum. Es geht darum, die Transporter zu verteidigen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Du drehst mal bitte ab. Es hört sich schon wieder so nach Torpedos an. Gar keine oben drauf montierten Torpedowerfer, sondern hier die Unterwasser-Torpedowerfer. Au! Wie kann der so weit nach vorne schießen? Wäre mir neu, dass man die im Rumpf drehen kann. Kinders, ich werde gleich ein bisschen ungeduldig. Kann ich euch das da? Put the entry fleet under AI control. Nein. Kann ich das ausschalten? Nein. Gut, dann nutzen wir die Tatsache, dass unsere Kreuzer davor noch einigermaßen potent sind und drehen einmal. Obwohl, halt, stopp, es wäre sinniger nach hier zu drehen. Nee, da drehen wir ja in die Transporter rein. Im Endeffekt möchte ich gerne, dass die Transporter, wenn sie denn dann irgendwann mal in ihrem Leben hier weg sind,
nicht beschossen werden, sondern dass im Prinzip alles Feuer auf unsere Kampfschiffe fokussiert wird. So wie es hier halt gerade der Fall ist. Und er hält sich wacker. Er geht zwar gleich unter, aber er hält sich wacker. Und wir dadurch dieses Spiel gewinnen. Deswegen versuche ich auch gerade noch diesen einen Kreuzer, den hier, da einigermaßen rauszuziehen. Weil, was sie nicht sehen, wenn ich sie nicht sehen kann, kann ich sie nicht angreifen, aber wenn sie mich nicht sehen können, ne, gleiches Prinzip. Wir haben einen Torpedo-Hit auf einem feindlichen Schiff. Cool. Gibt ja noch Zeichen und Wunder. Was zum Teufel veranstaltet ihr hier eigentlich? Es sieht irgendwie komisch aus. Also die Türme, die 305 mm, sehen halt klein aus. Wie wäre es denn mit Luftunterstützung? Bezweifle zwar ganz stark. Bis das hier reinkommt. Also vielleicht irgendwann mal, ja, aber so generell. Halt, stopp, da wollte ich hin. So generell ist das wahrscheinlich eher schwierig umzusetzen. Wobei sie auf kurz oder lang ja eigentlich nicht drumherum kommen werden. Das wäre natürlich cool, sich so seinen eigenen Flugzeugträger zusammenzuschustern. Hat bestimmt auch was, wenn es denn dann irgendwann mal soweit ist. So. Das Ganze zieht sich ein wenig. Haben die sich jetzt hier einigermaßen einge... Katastrophal. Jeder Captain gehört erschossen. Der sowas veranstaltet. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass er hier schön eindreht. Was mich ein bisschen beunruhigt, gebe ich auch ganz offen zu, ist, dass wir diese Zerstörer immer noch nicht so wirklich. Oh, 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 oh. Glücklicherweise dran vorbei. Wenn hier drei Zerstörer vernünftig gefächert so volles Brikett reintorpen würden, die hätten auf jeden Fall ihren Spaß. So, bleibt ein erneuter Angriff aus? Die Frage ist, will ich das wirklich herausfinden? Was zum Teufel? Du kannst ja im Notfall smoken, ne? Nutzen wir das doch mal aus. Halt, stopp, erst nachgucken. Ja, Smoke ist nachgeladen. Das Phänomen hatten wir in der letzten Runde schon im Westen. Das heißt, sie sind geradeaus.
So, nochmal Glimmstängel anmachen. So. Und dann nehmen wir die Fahrt auf halb so schnell und machen, vollführen hier eine grazielle Drehung, während wir mit dem Kreuzer versuchen zu spotten. Umso länger sie mich in Ruhe lassen, umso besser ist es. Ich finde es ein bisschen unfair, dass ich zum Versenken von so einem Konvoi, der wesentlich größer ist, 2 Stunden Zeit bekomme und die KI 3. So, mein monochromer Freund. Sieh mal zu, dass du hier rüber kommst. Sieh mal du zu, dass du hier so irgendwie zwischen die Transporter kommst. Ohne jemanden zu rammen, wäre total geil. Wobei ich glaube, der ist nicht schnell genug. So, okay, deren Kurs geht hier runter. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal auf langsame Fahrt gehen. Wir sind immer noch 31 Knoten schnell. Dauert ein bisschen, bis so ein Schiff abbremst. Und du fährst hier lang, um sie so schnell wie möglich aufzuklären, wenn sie zu nahe kommen. Das Ding dauert, das ist. Also wir lassen auf Stufe 3 schon laufen, ne? Ich wollte es nur mal erwähnen. Und wir haben immer noch 29 Knoten drauf. Mit dem Bremsen habt das nicht so, ne? Gehst auch mal bitte von deiner Fahrt runter, weil du sollst ja spotten. Damit wir früh genug erkennen, wo ist denn mein Schlachtkreuzer da? Isa. Ich fährst jetzt mal bitte wieder in die Richtung. Soll im Prinzip einen großen Kreis drehen. Weil wir warten müssen, bis hier Tingeltangel Mel und der ganze Rest sich mal wieder hier gerafft haben. Und dann einen Schuh machen. Keule, wenn du jetzt im Kreis fährst, krieg ich zu viel. Beschleunigen das Ganze mal auf 10. Da ist ein Feind. Das heißt, hier vorne ist auch ein Zerstörer. Das heißt, wir drehen ein. Oh. Und auch du drehst ein. Zwei Schlachtkreuzer, die sich behaken, auch nicht schlecht.
Alles klar. Wir bauen Geschwindigkeit auf. Wir haben Flooding und ein Feuer. Und er sieht leider noch ziemlich gesund aus. Und hier hinter uns ist irgendwo der schwere Kreuzer. Gehst auch bitte auf Fullspeed. Da ist der leichte Kreuzer. Den wir nicht sehen. Nein. Dankeschön. Konzentrier du dich mal bitte auf den. Da hast du nämlich eine größere Wahrscheinlichkeit durchzukommen. Der leichte Kreuzer spottet uns wahrscheinlich. Deswegen werden wir auch einfach mal auf den leichten Kreuzer schießen. Hoffen, dass wir den dann natürlich auch treffen. Schade. Geht nur um den Konvoi. Und das werden wir auch versuchen, so hinzubiegen. Das sieht echt aus, als würde der im Kreis fahren. Das beruhigt mich nicht. Müssen erstmal den leichten Kreuzer loswerden. Wenn unser Schiff denn dann mal treffen würde. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Das waren die 203er. Da kommt die Breitseite von dem gegnerischen Schlachtkreuzer. Und hier, dort und dort sind die Zerstörer. Obwohl, doch, wir packen den erstmal. Nein, 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 da. Damit hin. Ich möchte einen geringen Abstand. Wir nehmen zwar dem Schlachtkreuzer damit ein bisschen was von seiner Geschwindigkeit, ist aber in erster Linie jetzt erstmal irrelevant, da wir ja den Konvoi beschützen.
Und aus irgendeinem erfindlichen Grund haben wir eben auf eine mega große Distanz den Schlachtkreuzer getroffen, treffen aber jetzt den leichten Kreuzer nicht. Kommt schon, kommt schon. Der leichte Kreuzer muss weg. Selbst unser leichter Kreuzer trifft nicht, obwohl sie praktisch nebeneinander herfahren. Endlich. Er hat mal getroffen. Sehr schön. Wir fangen an, uns einzuschießen. Mehr oder weniger. Dann ändern wir wieder den Kurs. So, wie schnell kann ich denn auf Full Speed 28 Knoten? Unser Torpedowerfer wurde zerstört. Uncool. Na gut. Kannst du machen nix, musst du gucken zu. Da kommen Torpedos und ich linke genau rein. Nein. Komm schon, enttäusche mich nicht. Zieh deinen Hintern da weg. Ah ja, na einer Kugel. Brauchen wir einen Zerstörer. Da ist noch ein Zerstörer. Dann erstmal die Zerstörer. Ne? Wir wollen ja nicht noch mehr Torpedo-Überraschungen. Wir lenken wieder ein. Dir geht auch langsam die Munition flöten, wa? 232 Schuss ist jetzt nicht so unglaublich viel. Gut, der Nebel macht es jetzt natürlich nicht wirklich einfacher. Da kommt die nächste Breitseite von deren Schlachtkreuzer. Ruder und Flooding. Wir haben den Zerstörer hinter dem Kreuzer getroffen. Das ist auch eine Option, feindliche Schiffe zu versenken. Wir halten jetzt mal den Kurs. Du wirst wieder abgetrennt, weil du auf den Zerstörer schießen sollst, bitte. Na, und 203er Feuer.
Oder auch nicht. Du sollst auf den schießen. Wow, wieso wurde mir der Torpedo nicht angezeigt? Nein! Nein! Verdammt! Da hat man schon Hydro. Und dann kriegt man Doppelflooding, weil man von der Kugel getroffen wird. Auch nicht schlecht. Gut, dann repariere, mein monochromer Freund, repariere. Rechte Kreuzer sieht stark ungesund aus. Das ist auch ganz gut so. Da ist der nächste Torpedo. Der geht aber glorreich an uns vorbei. Das machen unsere Transportschiffe. Krebeln hier halt immer noch so rum. Aber sie fahren schon fast alle wieder. Es wäre schön, wenn er diesen Torpedoschutz, dieses Flooding beheben könnte. Wäre nämlich doof, wenn ich, ja, dieses jenes welches jetzt verlieren würde. Wir drehen mal voll ein, weil ich schätze mal, dass einer der Zerstörer wird seine Fische ins Wasser geschmissen haben. Putzig finde ich halt das. Die Frachtschiffe uns helfen. Das Kreischen von gequältem Metall. Das ist Musik in meinen Ohren, wenn es nicht mein Metall wäre. Smokest und ziehst bitte hier hinter dem Schlachtkreuzer lang, um ihn ein wenig zu tarnen. Frustrierend. So, und er ist weg. Zeit zum Heilen. Zieh schön weiter hier deine Smokes. Wir haben ein bisschen Schlagseide, aber nur dezent. Die können mich immer noch sehen. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. So, wir schauen mal, ob wir es irgendwie hinbekommen, dass unser Schlachtkreuzer feuern kann. Ohne dass er gesehen wird. Mit freundlicher Unterstützung unserer leichten Unterstützungsflotte. Wir haben jetzt 2 Stunden hinter uns. Knapp, Quatsch, 2 Stunden noch vor uns. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist,
dass wir dieses ganze Südwesten, das heißt da, zu Ende bringen, indem wir 75% der feindlichen Flotte versenken. Weil der gute feindliche Schlachtkreuzer uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen wird. Aber Versuch macht klug. Kicken wir mal, was bei rumkommt. Wir müssen ja trotzdem immer noch aufpassen wegen den Zerstörern. Was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass dieses Schiff immer noch falsch rumsteht. Dreh mal eine hübsche Kurve. Wir haben auf jeden Fall den Wassereinbruch schon mal behoben. Und normalerweise müssten sie jetzt anfangen, so Stück für Stück das Wasser rauszupumpen. Aber wahrscheinlich erst, wenn der Motor heile ist. Das heißt, in der Zeit werden wir das mal eben hier auf die Geschwindigkeit von denen runterdrosseln. 14,5 Knoten kriegen sie hin. Kommt ja auch noch eine ganze Menge Konvoi. Im Süden. Das heißt da. Aber wir haben noch keins unserer Schiffe verloren, also schlecht ist anders. Ich kann mir nicht vorstellen, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß gerade tatsächlich nicht, wie es im Ersten Weltkrieg war mit dem Handelskrieg, wie das da war mit dem Transportschiffe abfangen etc. Im Zweiten Weltkrieg, gut, jeder kennt wahrscheinlich die Wolfsrudel. Ich wollte nicht mit den Transporterkapitänen tauschen wollen, tatsächlich. Also ich kann mir nicht im Ansatz vorstellen, wie es sein muss, in so einem Transportkonvoi zu sitzen und zu beobachten, wie Schiffe Stück für Stück von Torpedos auseinandergenommen werden. Geschweige denn, dass man praktisch nichts dagegen tun kann, außer zu hoffen, dass die verbündete Eskorte einen so gut verteidigt, dass einem nichts passiert. Motorschaden ist immer noch vorhanden. Dabei haben wir schon ziemlich gute Reparaturcrews. Wasser ausgepumpt hat er auch noch nicht. Machen wir das Ganze mal auf zehnfacher Geschwindigkeit und du drehst hier mal bitte ein, damit du einen hübschen Parallelkurs fährst. Mittlerweile, Süden ist da. Also ich muss tatsächlich zugeben, wenn ich jetzt der feindliche Flottenkommandant wäre und hätte diese Flottille, Flottenzusammensetzung, wie auch immer man es nennen möchte, zur Verfügung, weiß ich gar nicht, warum er sich zurückhält. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich das gegnerische Hauptkampfschiff so schwer beschädigt habe. Ja, in this house, das ist okay. Unsere Transporter, wie sieht es eigentlich aus hier? Ah, das letzte Schiff hat auch gedreht. Unsere Konvois sind in Bewegung.
Langsam aber sicher, die drehen ab. Das machen wir dann auch. In die Richtung. Süden. So, wir drehen mit unserem Kreuzer wieder um. Der soll wirklich nur dafür sorgen, dass ich auf den Gegner feuern kann, ohne selbst unter Beschuss zu geraten. Zumindest was den Schlachtkreuzer angeht. Da dieser halt sehr stark angeschlagen ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass zumindest ein Teil der feindlichen Flotte sich abgesplittet hat, der schwere Kreuzer nämlich, weil dieser halt von hier hinten gefeuert hat. Das heißt, entweder ist es halt einfach nur so ein random Split gewesen, die KI gemacht hat. Südosten, das ist da. Die fahren parallel mit. Jetzt ist natürlich die Frage, aus deren Position? Oder aus deren, und das macht ja noch mal einen kleinen Unterschied. Drehst du wieder um. Fährst bitte nach hier. Oder ob die KI wirklich sinnig versucht, den Konvoi einzukesseln oder zu umfahren. Sprich, nimmt ein oder zwei Schiffe, den schweren Kreuzer und einen Zerstörer zum Beispiel, und versucht ihn jetzt in einem Bogen hier rum an den Konvoi ranzuführen. Ich hoffe, es ist übrigens für euch in Ordnung, dass ich das jetzt auf zehnfacher Geschwindigkeit laufen lasse, weil ja, es macht halt so gerade keinen Sinn, warum ich die Zeit nicht verrinnen lassen soll. Es ist schließlich eine unserer Aufgaben oder eine mögliche Aufgabe, das Ganze über die Bühne zu bringen. Du könntest jetzt auch mal ein bisschen an Geschwindigkeit zunehmen. Der Großteil des Konvois ist nämlich an dir vorbei. Südosten ist immer noch hier. Wir wollen es ja nicht beschreien. So, du nimmst Geschwindigkeit auf, das ist gut. Konvois fangen auch an, jetzt hier mit Topspeed zu fahren. 15 Knoten, 12, 14,5, 14,5 sind unterschiedliche. Das könnte ein Öltanker sein. Das auch. Oh, hallo Alfred. Nee, das ist ein ganz normaler Frachtgut-Transporter, der sogar hier einen Turm hat. Bisschen ungewöhnlich. Also normalerweise war es wirklich so, dass alles, was an Frachtplatz genutzt werden konnte, für Fracht benutzt wurde. Haben wir noch irgendwie. Das ist auch ein ganz normaler Frachtgut. Das auch. Hier unsere Hinterhertrottenden. Entschuldigung eben für den Räusper. Hab wieder so einen leichten Frosch im Hals. Der sieht auch wie ein ganz normaler Frachtgutschipper aus. Also haben wir nur sehr viele Varianten des gleichen Cargo-Transporters. Alles Fracht. Gut, ja, ich sollte mich vielleicht gerade mal ganz kurz hier um meinen Kreuzer kümmern, weil der sonst ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wäre ja schade um den Kreuzer. Oh, und dann juckeln wir hier mal wieder mit zehnfacher Geschwindigkeit weiter.
wenn alles gut läuft, er kriegt den Motor auch nicht repariert und er pumpt sich auch nicht leer. Also ich weiß, also dass Reparaturen durchgeführt werden, dass Schiffe leer gepumpt werden, etc. Das ist jetzt keine Vermutung. Nur warum unser das nicht macht, das weiß ich auch nicht. Diese alten leichten Kreuzer. Furchtbar. Ich sehne mich nach was Modernem. So. Fährst bitte auch hier lang im Osten. Das heißt, sie umfahren uns tatsächlich. Oder weil wir unsere Position so schnell und stark verändern. Oder die KI weiß etwas, was ich nicht weiß. Sprich, dass unsere Transporter jetzt urplötzlich nach rechts abdrehen. Und du gehst mal wieder auf volle Fahrt. Weil wenn die im Osten sind, möchte ich, dass der Osten gespottet ist. Ach ja, schön, 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 schön. Ist jetzt nicht so die aufregendste Folge, gebe ich ganz offen zu. Ich hatte mir auch irgendwie mehr erhofft. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, das Design ist definitiv überarbeitungswürdig. Da lässt sich noch einiges verbessern. So, und du drehst mal bitte mit den Konvois mit. Fährst aber langsamer. Und was macht hier unser Speedy Gonzales? In seiner vorgelagerten Position, sehr schön. Und jetzt ja, lassen wir die letzten 30 Ingame-Minuten noch über die Bühne laufen. In der Hoffnung, dass wir keinen weiteren Feindkontakt haben. Und dann ist diese Mission auch abgeschlossen. Mensch, sogar mal eine Mission, die ich gewonnen habe. Ha, kommt ja jetzt nicht ganz so häufig vor. Und ja, vielleicht kann ich euch nebenher noch so ein bisschen erzählen, was so Tacheles ist. Also weiter auf dem Kanal natürlich dieses, jenes, welches Spiel. Dann habe ich mich dazu entschlossen, die Satisfactory Play Together Episoden einzustellen, weil sie halt bei euch nicht ankommen, nicht gut ankommen, nicht gefragt sind. Da ist halt kein Bedarf dran. Vielleicht auch einfach, gibt es da halt auch einfach Leute, die das besser hinbekommen, die vielleicht auch den Rechner dafür haben, das Ganze flüssig und kompetent rüberzubringen. Wieso time is running out? Oder muss ich beides hinkriegen? Das wäre blöd. Na, wir werden es ja gleich sehen. Dann bin ich momentan alles am zusammenschustern, um ein Let's Play von Foxhole vielleicht mal wieder auf die Beine zu stellen. Wobei man das halt nicht episodenweise macht, sondern in Streams tatsächlich. Episodentechnisch ist halt schwierig, weil es gibt so gesehen keine fulminante Aufgabe, die man episodenweise abarbeiten kann. Da muss ich mir halt noch was einfallen lassen. Allerdings hätte ich da mal wieder Lust drauf. Und ja, ansonsten War Thunder Streams, wenn es möglich ist und ich die vernünftigen Mitspieler dafür habe oder die richtigen Mitspieler dafür habe, bleiben natürlich. World of Warships ist bei mir momentan nicht so aktuell in, ja, im spielerischen Äquivalent erhalten.
Da ist gerade das Interesse tatsächlich nicht so da, wobei gerade das Werft-Event läuft. Aber das ist halt auch einfach nur stupides Grinden tatsächlich. Und ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Wünsche oder vielleicht einfach mal Interesse daran habt, ein Spiel hier zu sehen, könnt das gerne unten in die Kommentare klatschen. Ich bin da ja für alles offen. Und wer weiß, vielleicht habe ich da ja dann auch so viel Spaß dran, dass ich sage, alles klar, da kann man mal länger was draus machen. Und würde mich dann auch mit euch zusammen hinsetzen und das Ganze machen. So, Mission gewonnen. Alles klar. Supi. Ja, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an. Ich selber sehe das so, dass da definitiv noch Verbesserungspotenzial bei dem Schlachtkreuzer war. Die nächste Mission ist Nier Jutland. Die werde ich mit euch machen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal halt mit dabei. Ihr habt eure Freude mit dem Video gehabt. Und bis dato wünsche ich euch einen schönen Tag und sag euch reingehauen.